Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Insta360 Ace Pro versus GoPro 12 Black. Und dann würde ich sagen, geht's weiter nach dem Intro. Das heutige Video wird unterstützt von GoingBus oder GoingBus.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, Netflix, Disney Plus, ChatGPT Plus, Paramount, Spotify, dieser gibt noch etliche mehr, Abos abzuschließen, die richtig günstig sind. Und wenn ihr meinen Code benutzt, Dave, ich verlinke euch das, beziehungsweise steht auch in der Artikelbeschreibung, kriegt ihr bis zu 90% Rabatt. Schaut euch das an, vielleicht gibt es das eine oder das andere, was euch gefällt, und dann nutzt es. Ich nutze gerade Disney Plus und ChatGPT Plus. Und es bringt Spaß. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich weiß, es gibt schon sehr viele Videos über die Ace Pro von Insta oder die GoPro 12. Ich will auch nicht alle Details nennen. Ich möchte, wenn es klappt, das Video halbwegs kurz halten. Es gibt Vor- und Nachteile. Also gut, die Ace Pro brauchen wir uns gar nicht so weiter. Hier ist es ja drauf zu sehen. 8K hat auch einen großen Sensor. Und daher hast du ein schönes Bildmaterial in 4K. 10 Meter wassertief, das hat die GoPro 12 auch, wenn sie so ist. Hier ist ein kleiner Vorteil. Ich habe hier ein Klappdisplay. Das gibt es für die GoPro auch. Dann ist sie aber nicht mehr wasserdicht. Wir brauchen einmal den Medi-Mod und Display-Mod. Erst dann habe ich die Möglichkeit, wie hier auf dem Bild, ich wollte das jetzt auch nicht zusammenbauen. Hier steht zwar Hero Black 8, aber die funktioniert auch mit der 12. Kompatibel. Also ich habe es einmal probiert und funktioniert. Das wird dann hier auch angeschlossen. Hier ist das. Der Nachteil ist, die Kamera ist nicht mehr wasserdicht. So schön sich das auch anhört. Ich sehe ja auch einen Vorteil, wenn ich jetzt hier die Klappe aufmache. Ich habe hier nur die Speicherkarte und den USB-C-Anschluss. Klar, ihr müsst bei beiden Kameras darauf achten, dass alles dicht ist. Will ich hier einen USB-C-Anschluss, habe ich das ganze Fach auf. Dann müsste ich die jetzt rausnehmen. Ich habe noch so eine Extraklappe. Die ist jetzt hier aus Aluminium, die finde ich auch nicht schlecht. Müsst ihr hier rein. Klickt. So, und jetzt habt ihr USB-C-Fach. Der Akku kann nicht mehr rausfallen. Aber ist auch nicht mehr wasserdicht. Hier habe ich ein Schraubgewinde und wenn ich das umklappe, kann ich das ja auch irgendwo festmachen. Das habe ich ja klar bei der Ace Pro, ist nur das dabei. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Es hält. Und wenn ich Zubehör mir kaufe, ich habe das hier von Ulanzi, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ich verlinke euch das, habe ich ja auch die Möglichkeiten, entweder mit dem Gewinde oder so. Das ist aus Metall, das ist aus Kunststoff. Also um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Wunderbar. Dann braucht ihr es nur ein bisschen hochdrücken. Und das ist auch magnetisch. Und dann sehr, sehr viel Vorteile, aber auch viele Nachteile. Wie gesagt, es gibt auch das Display für die GoPro. Aber die Kamera ist in dem Moment nicht mehr wasserdicht. Es gibt ja noch mehr Zubehör. Das ist jetzt von der GoPro, der Brustgurt. Der ist schon nicht schlecht. Also um Gottes Willen, den will ich jetzt nicht schlecht reden. Trägt sich recht gut. Der für Insta360, den finde ich aber noch einen Tick besser. Den hat noch einen Vorteil mehr. Ich kann das hier drehen. Das kann ich hier nicht.
Das finde ich schade. Aber ansonsten sind beide gut. Der fühlt sich sehr, sehr gut an. Der fühlt sich noch ein bisschen besser. Dann habe ich Motorrad- oder Fahrradhalterung. Der ist von GoPro. Der ist schon nicht schlecht. Also um Gottes Willen. So wird er festgemacht. Auch hier ist ein Gummi dabei, damit man je nach Stärke kann man den rausnehmen oder reinnehmen. Weil wenn ich den jetzt hier rausnehme, habe ich ja trotzdem noch mal ein bisschen Gummi. Falls das, aber ich finde ihn etwas zu kurz. Hier für die Insta, die bei dem Reise- oder Biker-Set dabei war oder ist, ich verlinke euch das auch alles, finde ich, habe ich schon mal einen längeren Arm. Ich brauche nur diese eine Schraube oder Flügelmutter zu lösen und schon kann ich das hier alles einstellen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Es gibt ja noch viel mehr Zubehör für beide Kameras. Ich habe schon für einiges an Zubehör auch schon Videos gemacht. Ich verlinke euch das auch alles. Für mich persönlich, der größte Vorteil ist aber, dass ich das DJI Mic 2 per Bluetooth mit der Insta360 Ace Pro oder Ace koppeln kann. Und habe eine vernünftige, gute, besser gesagt, eine sehr gute Audioqualität. Dann kommen wir natürlich auch zu den Apps, sowohl für die Ace Pro als auch für die GoPro 12. Das ist die App für die GoPro. Sie ist nicht schlecht. Konto erstellen, anmelden, das ist ja, oder als Gast, wenn ich jetzt hier draufklicke. Aber wenn ich natürlich einiges machen will, muss ich das natürlich einmal koppeln. Auch hier müsst ihr sehen, wenn es ein Update für die, also sprich ein Firmware-Update für eine Actioncam gibt, solltet ihr sie auch runterladen. Für die Insta360 Ace Pro gab das jetzt ja vor ein paar Tagen ein richtig großes Update und darauf sollte man immer achten. Auch in beiden Kameras solltet ihr immer genügend Akku haben, sonst habt ihr ein kleines Problem. Um das DJI Mic bei der GoPro 12 zu nutzen, braucht ihr natürlich auch den MIDI-Mod und dann könnt ihr den Sender hier anschließen. Und hier wäre dann, hier habt ihr natürlich auch einen Anschluss, einen Klinkenanschluss. Und hier oben wird der Display-Mod angeschlossen. Also ihr habt schon gute Möglichkeiten, dass. Also ich würde nie mit Kabel arbeiten. Also ich würde dann Minimum mit dem DJI Mic 2, mit dem Empfänger arbeiten und dann mit dem Sender am Körper, wo auch immer. Ich habe es jetzt mehrfach getestet und ausprobiert. Und was ich persönlich schade finde, ist, dass auch in HD-Aufnahme, ich sag mal jetzt mit 120 Frames pro Sekunde, nach circa 30, 35 Minuten wegen Überhitzung abschaltet. Ist für mich, für so eine hochwertige Kamera, wie GoPro auch ist, für mich persönlich ein, ja, fast ein No-Go. Die ist echt super, auch von der Bildqualität. Klar ist die Ace Pro im Low-Light-Bereich, also im dunkleren Bereich, also wenn jetzt so die Dämmerung anfängt, abends oder auch morgens, habe ich na klar weniger Bildrauschen bis gar kein Bildrauschen. Wenn ich jetzt wird das ja langsam schon früher dunkel und ich laufe jetzt durch die Stadt oder sehe gerade was, ja, denn habe ich bei der GoPro schon mehr Rauschen bis schlechtes Bild. Da ist die Insta360 Ace Pro deutlich, deutlich besser. Aber wie seht ihr das? Schreibt mal eure Erfahrungen mit der GoPro 12 oder GoPro 11 und wer eine Ace hat oder Ace Pro hat, was da seine Erfahrungen sind. Also für mich persönlich und so wie ich jetzt auch von anderen das schon mitbekommen habe,
ist momentan die Insta360 Ace oder Ace Pro deutlich, deutlich besser. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis, klar, wenn ich nur die GoPro 12 Black kaufe, die gibt es momentan im Angebot, liegt so bei 350, 360 Euro circa, ohne den Midi-Mod und ohne den Midi-Display. Ich komme nachher, wenn ich aber das Display habe und den Midi, das Display kann ich ja nur nutzen, wenn ich den Midi-Mod habe, bin ich sogar ein kleines bisschen teurer. Habe aber einen Nachteil, sie ist nicht wasserfest. Ich kann damit nicht schwimmen gehen oder wenn ich ein großes Aquarium habe, dass ich die Kamera da reinhalten kann. Das ist natürlich auch sehr schön, aber schade. Das ist ja die App. Ihr seht, ich hoffe, ihr könnt das sehen, HDR 16 zu 9, 4K, 60 Bilder pro Sekunde. Ja, es ist eine nette App, also unbestreitbar. Ich kann hier auf Alben gehen, Studio, ich kann ein bisschen was. Es gibt ja auch für einen PC oder für einen Mac auch eine Software. Ich finde sie aber persönlich nicht so schön. Wir gehen auch gleich nochmal mit beiden Kameras ins Aquarium. Und von der Insta360 Ace Pro war ich mal ganz kurz in der Ostsee. Also ich habe sie reinfahren lassen, also mit dem Selfie-Stick, also mit dem langen. Dann hört man auch das Meeresrauschen. Aber wir gehen jetzt da einmal ins Aquarium und dann gehen beide Kameras einmal auf Tauchstation. Dann wollen wir uns dann klar auch nochmal die Ace Pro in der App ansehen und dann geht es runter ins Aquarium. Ja, das Bild kennt ihr. Läuft wunderbar, auch mit dieser Animation. Ich finde es richtig, richtig gut. Macht mehr her und ich habe schon die Möglichkeit, dass ich hier drüber schon was bearbeiten kann. Entweder automatisch oder wie auch immer, wenn ich jetzt ins Album reingehe. Und dann habe ich hier schon alles zur Verfügung. Ich nehme damit ja auch neuerdings auch meine YouTube-Videos auf, weil ich dann einmal für den Social-Media-Bereich, also sprich, wie ja gut, TikTok habe ich zwar nicht, aber wäre 9 zu 16 oder 4 zu 3, beziehungsweise 16 zu 9 für YouTube. Ich habe ja nun mal alle Formate. Und das finde ich richtig schön. Wie gesagt, ich kann hier auch zurechtschneiden, Einstellungen. Das macht sie schon, ja, ist schon nicht schlecht. So, und jetzt gehen wir mal runter ins Wasser mit beiden Kameras. Gut, wir gehen jetzt mal mit der GoPro 12 rein. Bitte verzeiht mir das Plätschern vom Aquarium, aber ich kann das ja nur nicht alles ausschalten. Wie ihr seht, das Display ist an. Ich bin noch vor dem Aquarium. Jetzt gehe ich mit der auf Tauchstation. Bitte guckt immer, ob alles dicht ist. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Ihr seht, dass die immer noch an ist. Aber es gibt jetzt keine Verbindung mehr. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr filmen möchtet, müsst ihr das schon vorher anmachen. Oder ihr habt so ein Unterwassergehäuse. Ich finde es jetzt persönlich nicht schlimm, aber gut, ich habe jetzt keinen Zugriff mehr über die App. Also wenn ich jetzt, ich stehe ja nicht weit entfernt, ich bin mit dem iPhone jetzt circa 35 cm vom Aquarium entfernt, zwischen dem iPad und der GoPro sind circa 70 cm, sollte eigentlich funktionieren, tut es aber nicht. Der Vorteil, es ist ein bisschen kühler für die Kamera. Ich habe eben gerade noch die GoPro noch ein bisschen geladen nebenbei und die wurde doch ein bisschen warm, obwohl sie aus war. Gut, jetzt kommen wir zur Insta360 Ace Pro. Mit der gehen wir jetzt auch tauchen. Also bevor wir tauchen gehen, ihr seht, das Display ist immer noch an. Also die ist wasserdicht, sollte man wissen. So, jetzt sind wir draußen und jetzt gehen wir mit der Ace Pro rein. So, jetzt gehen wir mit der Ace Pro rein. Ihr seht, dass die an ist. Wir klappen ein bisschen das Display auf. Achtet darauf, dass alles zu ist. Und dann gehen wir, weil auch wenn das Display dicht geklappt ist, ist hier trotzdem ein Spalt dazwischen. Ich finde das aber echt gut, dass ich das aufmachen kann.
Wir gehen jetzt hier wieder rein. Ihr seht, es ist an. Und wir haben hier beide Formate, habe ich aktiviert. Und bin jetzt bei 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Ich nehme aber nicht auf. Das ist jetzt nur, dass ihr das sehen könnt, dass es wasserdicht ist und dass es Spaß macht. Und auch in diesem Fall wird die Kamera von der App jetzt gesucht. Was ich persönlich schade finde. Also es gibt keine Netzwerkverbindung, weder per Bluetooth noch per WLAN. Also in beiden Fällen das Gleiche. Sobald ich ins Wasser gehe, muss ich das manuell anmachen. Oder schon vorher anmachen und gehe dann ins Wasser. Ich werde gleich noch eine Sequenz einspielen, wo ich mit der Insta360 Ace Pro in der Ostsee drin war. Mit dem Selfie-Stick einmal rein und gleich wieder raus. Und da werde ich auch nichts zu sagen, denn hört man auch das Meeresrauschen. Ihr habt jetzt gesehen, das Display ist jetzt ausgegangen. Ich werde die jetzt wieder rausholen. Aber damit ihr seht, dass sie noch heile ist, dafür ist nochmal viel zu teuer. Arme hier kurz an der Seite. Display ist an, läuft wunderbar. Und ich bin echt begeistert. Auch von der GoPro, die ist nicht schlecht, also um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber die Ace Pro hat deutlich mehr Qualitäten und ist auch in der Software deutlich besser. Sowohl in der App als auch auf dem Mac oder auf dem PC. Dann bedanken wir uns mal bei den Fischen, dass wir hier kurz mal dran teilhaben dürfen. Nein, Spaß beiseite. Das gibt natürlich auch sehr viel Zubehör, sowohl für die GoPro als auch für Insta360 Kameras. Darüber möchte ich nochmal ein gesondertes Video machen. Dafür ist das zu umfangreich. Sowohl von den Herstellern selber, also sprich GoPro oder Insta360, beziehungsweise die drucken ja nur ihren Namen auf bei bestimmten Sachen. Das sieht man bei dieser Fahrradhalterung. Aber es gibt natürlich auch wie Ulanzi oder auch andere. Ich verlinke euch alles, was ich bisher schon gefilmt habe über bestimmtes Zubehör, verlinke ich euch in der Video, in der Videobeschreibung, beziehungsweise im Video seht ihr das. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder an den Tisch und machen das Video zu Ende. Ja, mein Fazit, die Insta360 Ace Pro hat deutlich mehr Stärken, auch wenn da vielleicht der Anfangspreis vielleicht etwas zu hoch ist. Wenn ich aber wie das Klappdisplay auch bei der GoPro 12 haben möchte, dann muss ich natürlich auch ein bisschen mehr investieren. Und so wird denn die GoPro 12, ich sag mal, minimal teurer. Aber zwei Faktoren, die mich dann stören würden, also für mich persönlich, wenn ich dieses Klappdisplay haben möchte, die Kamera ist dann nicht mehr wasserdicht. Sowohl die App-Steuerung ist bei Insta360 deutlich besser. Ich kann schon vieles machen, beziehungsweise sogar sehr, sehr viel machen. Darüber gibt es ja genügend Videos. Und auch mit der App oder Software für den PC oder Mac. Ich kann da viel, richtig viel mitmachen. Da ist die Software für den PC oder Mac von GoPro, die ist, finde ich, noch bald noch schlechter als die App. Aber das ist mein persönlicher Eindruck. Nichtsdestotrotz, die GoPro 12 ist eine sehr gute Actioncam. Die Insta360 Ace Pro oder die Ace ist noch deutlich besser. Es gibt viele Punkte, die
eine für eine Ace Pro oder eine Ace sprechen. Ich eher für die Ace Pro, weil die hat ein Leica-Objektiv, ist noch besser, hat einen schön großen Sensor und ich kann auch in der Abenddämmerung noch richtig gute Videos oder Bilder machen. Da ist natürlich da ist schon mal der nächste Nachteil gegenüber der, oder die GoPro hat einen größeren Nachteil, da ist viel mehr Rauschen. Das heißt, ich müsste, wenn ich dieses Rauschen versuchen rauszufiltern, muss ich länger dran arbeiten. Und ich glaube, der Aufwand wird zu groß. Über das Zubehör sowohl für die Insta als auch für die GoPro, ich werde hier mal ein gesondertes Video machen, weil ich habe sehr, sehr viel Zubehör. Ja, einiges habe ich ja schon vorgestellt. Das war jetzt hier der Brustgurt oder die Fahrradhalterung oder Lenkradhalterung für Motor oder Fahrrad, ist ja egal. Ist auf jeden Fall sehr umfangreich. Ich habe noch viel mehr. Das reicht für ein gesondertes Video. Und dann würde ich sagen, das soll es hier auch wirklich gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdick. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdick.